Die Straßenbeleuchtung ist von der Stadt an die Energieerzeugungsgesellschaft abgegeben worden. Ein deutlich besserer Service soll damit umgesetzt werden, da Störungen rund um die Uhr über die Netzwarte der VBH entgegengenommen und schneller reagiert werden könne, erläuterte Geschäftsführer Thomas Schmidt. Das ist aber nur ein Punkt. Energieeffizienz und Kosteneinsparung stehen natürlich in erster Linie auf dem Programm. Neue Technik soll dazu beitragen. In den Verteilerkästen oder an den Verteilerkästen wird ein zentrales Gerät eingesetzt, was dann zentral den gesamten Straßenzug steuert. Und zwar in der Art, dass die bedarfsgerechte Beleuchtung entsteht. Was bedeutet, in den frühen Abendstunden herrscht die volle Helligkeit, so wie sie ursprünglich berechnet war. Aber nachts erfolgt eine stufenlose Absenkung auf das Niveau, was für den Bereich noch sinnvoll ist, im Maximum um bis zu 67%. Um wie viel Prozent die Helligkeit zurückgenommen wird, kann straßenzugweise individuell festgelegt werden. Abhängig ist dies von der Lampenleistung, der Höhe der Laterne und natürlich, wo sie steht. Eine Kreuzung braucht aufgrund der Sicherheit mehr Licht als eine ruhige Gasse, wo nach 22 Uhr niemand mehr unterwegs ist. Bei einer Reduzierung um bis zu 30% der Gesamtkosten kann man es optisch nicht wahrnehmen. Bis zu 50% Reduzierung, also Einsparung CO2 und Energiekosten, ist es wenig wahrnehmbar. Die maximale Ersparnis von 67%, dort ist es deutlich wahrnehmbar und auch gewollt, weil es ja nachts nicht mehr so hell sein muss, wenn weniger los ist. Hell muss sie sein, kosten darf sie nichts. Die Straßenbeleuchtung, sicher ein Traum vieler Kommunen, aber nicht realisierbar. Jetzt soll gespart und das Sicherheitsempfinden der Bewohner gewahrt bleiben. Rund 780.000 Euro werden in die Dimmtechnik und neue LED-Laternen im WK 2 investiert. Bis September soll die Umstellung abgeschlossen sein.